ein Video hier, wie man DJ 2 benutzt und auch das raufkriegt, ist hier, siehst du im iTunes Store DJ 2. Das ist die App, die wir benutzen. Die kannst du für 4,99 € bei iTunes kaufen und vielleicht auch für Android gibt es das auch. Ich schließe mal hier wieder den Shop und jetzt gehe ich in meine Anwendung, in die DJ App. Zack. Das sieht so aus. Bevor du diese DJ App öffnest, musst du einmal in deine Musik gehen. Das ist bei Apple immer dieser Ordner Musik, deine iTunes Bibliothek. Und da kannst du, oder da solltest du, bevor du DJ startest, eine Playlist anlegen, damit du die auch bei DJ, da brauchst du die nämlich, zur Verfügung hast. Neue Playlist, Titel, ich nenne die mal heute 31.05, damit ich sie wiederfinde. Und dann sagst du hier auf Titel hinzufügen. Da gehe ich dann hier in meine Alben und da habe ich meine DJX Lieder drin, das ist das ganze Album. Und hier suche ich mir mal den Gebersong aus und Geschenk zum Beispiel hier. Die hakt da hinten an, hier kannst du sehen, da. Und dann nehmen wir noch ein drittes Lied, vielleicht Echter Freund. So drei Lieder. Bei uns sonntags normales Programm, hast du 12 Minuten Lobpreis. Dann sind die drei Lieder hier aufgezeichnet. Sagst du nochmal fertig. Und damit bist du in iTunes durch. Dann hast du deinen Sonntag praktisch vorbereitet. Und jetzt wechselst du in die DJ-App. Und wenn du da auf dieses Pluszeichen hier drückst, dann kannst du jetzt die Liedliste suchen. Gehst du hier oben auf Listen, einmal zurück. Da sind dann die ganzen Listen und jetzt müsste irgendwo eine 31.05. heißen. Juhu, zwei Stück, weil ich schon mal einen Versuch hatte. Okay, hier ist meine Liste, 31.05. Ich wähle das erste Lied aus und dann legt er das auch schon auf den Plattenteller. Das funktioniert auch schon. Hier kann man starten. Kann man es hören? Hier kann man laut und leise machen, ne? Moment. Mal ein bisschen lauter. Und dann kannst du hier auch stoppen. Und hier hinten ist der Ausgang bei dem iPad, der Mini-Klinke-Ausgang, um an die Anlage zu gehen. Oder an einen Aktivbox oder irgendwie an ein Soundgerät. Da kann dir bestimmt auch Leute helfen. So, und dann kannst du hier auf die zweite Seite, kannst du dann das nächste Lied da machen, zum Beispiel Geschenkt. Und für den anderen Plattenteller hast du dann hier links die Steuerung. Nimm mal Start, Stopp hier. Du kannst auch Liedpunkte, du kannst praktisch die Nadel so verschieben. Oder hier oben in verschiedene Liedpunkte wählen. Das ist aber eher nicht gefragt beim DJ. Wenn du jetzt diese, hier schiebe ich das jetzt an den Anfang, dann stehen beide Lieder am Anfang. Und hier hast du den Fader nach links. Und rechts, das ist jeweils den Plattenteller, den du hören willst. Und dann gibt es noch einen sogenannten Automix-Modus, wo du dann die Lieder hintereinander einfach laufen lassen kannst. Du kannst hier den Übergang einstellen. 5 Sekunden sind hier eingestellt. Da gehe ich mal kürzer. Da sage ich mal, ich möchte das in 2 Sekunden haben, weil mir das zu lange dauert. Stil kannst du noch einstellen, das habe ich noch nie gemacht. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das andere brauchen wir nicht. Jetzt ist dein Automix eingestellt, jetzt kannst du ihn starten. Dann startet er praktisch hier. Der Gebersong startet jetzt. Und wenn der zu Ende laufen sollte, ich weiß gar nicht, ob man mich noch versteht. Ich kann ja hier auch laut und leise machen. Hier ist der Regler, wenn ich den mal erwischen würde. Da kannst du praktisch, brauchst du auch keinen Stift, kannst du auch mit dem Finger machen. Das gleiche kannst du auch für die andere Seite machen, da hast du hier den Fader, kannst du auch so halb stehen lassen. Und ich tue mal so, als wenn das
Lied zu Ende läuft, ich schiebe mal die Nadel vor, dann siehst du, was passiert. Ist gleich zu Ende und dann geht der Fader rüber. Kannst du jetzt was sagen zwischen dem Lied? Das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk. Oh, das war aber echt schnell jetzt, ne? Okay. Das ist gleich rüber gestartet, weil ich 2 Sekunden eingestellt habe. Wir machen das gleiche nochmal mit mir, damit du dann auch gleich den Unterschied siehst. Wir machen mal 5 Sekunden und starten wieder den Automix. Zack. Ein langsames Lied. Ich schiebe mal die Nadel wieder vor. Der läuft ganz normal durch. Der nimmt noch auf. Okay. Also du kannst auch sehen, wie lange das Lied noch läuft, wenn du das Lied kennst. Hier ist die Zeit. Oben läuft hier ja mit. Jetzt mache ich das weiter. Der Stift ist nicht so toll. Und jetzt blendet er auf das andere Lied drüber. Geschirrspüler läuft auch. Ja, das war jetzt ein sauberer Übergang, würde ich sagen. Kann man noch mit rumspielen, je nachdem, mit welchem Übergang du dich wohlfühlst. Ne? Ja, das sind die Plattenteller. Dann hast du hier noch die Geschwindigkeit. Kannst du schneller machen, um Spaß zu haben. Chipmunks. Geht bis dahin. Und wenn du noch mitsingen willst, also Doppelklick heißt, er geht wieder auf das Normaltempo. Dann kannst du hier die Note feststellen. Dann bleibt die Tonhöhe die gleiche. Und dann machst du mal einen schnellen Durchgang mit den Kindern. Hier. Das ist ein Geschenk. Hier. Das ist ein Geschenk. So kann man auch ein bisschen Spaß haben. Hier kann man das gleiche machen. Kannst du auch langsamer machen. In Zeitlupe singen macht auch Spaß. Du kannst einen Gummitwist. Bei Spielen ist das auch gut. Da kann man dann bei Reise nach Jerusalem zum Beispiel Musik einfach schneller machen, um die Kinder ein bisschen unter Stress zu setzen. Ja, ich persönlich mache lieber nicht den Automix, sondern mache alles von Hand. Wenn er nämlich der Lobpreisleiter jetzt sagt, ich nehme das nächste Lied, dann wähle ich das hier schon aus. Er möchte jetzt echter Freund haben. Zack. Und er sagt mir, ich will jetzt aufhören und rübergehen. Dann startest du hier schon mal. Und dann blendest du ganz langsam über. Und so kannst du natürlich schneller unterbrechen. Du brauchst nicht im Automix den Plattenteller hier das vorziehen, sondern kannst alles von Hand machen. Ne? Dann legst du hier das nächste auf. Und sagst, ich will den Gebersong wieder haben. Und er sagt, okay, ist jetzt vorbei. Und dann musst du natürlich den Start nicht vergessen. Kannst du hier rüber blenden wieder. Ja. Jetzt kommt die Schaltflächen, die DJ App auch noch hat, um ein bisschen Quatsch zu machen. Ich habe die selber belegt. Du kannst also Musik draufschneiden von jeder Musik, die du drauf hast, schneidest du auch was raus unter der Aufnahmetechnik. Das ist, geht hier. Kannst du eigene Presets anlegen. Ich habe da jetzt mal Gains 4 gemacht. Das geht jetzt aber schon in die Tiefe, deswegen mache ich das auch dementsprechend schneller. Den wähle ich aus. Und dann habe ich alle Schaltflächen, die ich so programmiert habe. DJ. Die funktionieren immer. Die Abfolge DJ, geht immer, wenn du drauf drückst, geht immer das Rad. Dann habe ich hier einen Gitarrenriff. Der läuft zum Beispiel jetzt 10 Sekunden. Und wenn ein Spiel läuft, dann kann man das erst spannend machen zum Beispiel. Hast du hier die Lautstärke? Ist auch aus dem Musikstück. Und der erklärt, der Spieletreiber, drückst du wieder. Geht immer wieder von los, musst du aufpassen, wann es losgeht. Und irgendwann geht es dann los. Und dann startest du einfach zum Beispiel mit der Schulglocke. Und jetzt geht's Action. Und dann drückst du immer wieder, musst du den Takt haben, immer wieder drauf auf die Schaltfläche. Ja, und wenn es zum Schluss ist,
kannst du noch einen Tusch. Und dann, wenn dann vorbei ist, dann hast du hinten ein Lied zum Beispiel laufen, wenn die Spiele dann weitergehen. Nicht jetzt so ein ruhiges Lied, aber dann hast du in der Liste zum Beispiel auch so Disco-Sachen drin oder gute christliche Sachen. Kann ich ja jetzt nochmal einen auflegen. Gut. Also jetzt geht es um die Spielezeit, nicht um Lobpreis. Da habe ich meine DJX-Liste. Da, wo ich alle meine coolen Sachen drin habe. Die wähle ich jetzt mal aus. Zum Beispiel geht das bei uns immer los hier mit Eye of the Tiger, ein Karaoke-Track. Ein bisschen lauter. Wenn die Kinder zum Beispiel motiviert werden sollen, ne? Und jetzt geht das Spiel, jetzt erklärt er, dann nimmst du natürlich Lautstärke runter. Erklärt, erklärt, erklärt. Und irgendwann geht das Spiel los und dann startest du so. Dann geht's los. Das Spiel startet dann richtig Action. Achtung, fertig, los. Und dann habe ich ja schon gemacht. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann ziehst du gleich wieder, ja, für die Spielezeit, dass das nächste Spiel kommt. Das muss praktisch so fließende Übergänge sein. Da musst du dann üben. Okay, das kannst du auch dann hier beenden. Und dann haben wir noch bestimmte Sachen für in der Willkommensbegrüßung. Da lasse ich zum Beispiel jetzt ein christliches Lied hinten durchlaufen. Zum Beispiel, lass mal den nehmen hier, Alive von Hillsong. Das ist natürlich mit den Copyrights immer, da sage ich jetzt nichts zu. So, da. Den lassen wir laufen. Zack. Etwas leiser und der Fader muss rüber. So, jetzt kommen die Leute von der Begrüßung nach vorne, sagen, hallo Kinder, wie geht's euch so? Und dann ziehst du die Lautstärke runter, wenn sie was sagen und die Kinder begrüßen, oder wenn, ja, damit sie verstanden werden. Und dann kommen die neuen Kinder, da haben wir hier so einen Jingle von Thomas Klein. Den spiele ich dann ein. Und zwar so lange, bis die Begrüßung auch vorbei ist. Und dann ziehe ich das auch runter. Das läuft praktisch im Hintergrund durch. Das läuft immer durch und durch und durch und durch, bis die Kinder dann on sind. Das gleiche haben wir dann zum Beispiel auch für Geburtstagskinder. Wenn du sagst Happy Birthday, dann singen wir alle mit. So lange, wie die Kinder auf der Bühne sind. Ne? Dann werden sie gefragt, was sie gemacht haben an ihrem Geburtstag, und löst du immer wieder neu. Kannst du immer wieder neu auslösen, ne? Und danach, wenn dann die Kinder von der Bühne sind, darfst du nicht vergessen, hier auch wieder loszulegen, ne? Also auch Übergänge zu schaffen. Nicht so laut, sondern schön leise, dass die auch immer das Gefühl haben, die Musik ist nicht im Vordergrund. Ja, ich weiß nicht, was ich noch erklären soll jetzt. Hier geht's zurück zu den Plattentellern. Da habe ich eigentlich alles zugesagt, was wichtig ist. Diese Aufnahmetools und so weiter, die, wenn du richtig Bock drauf hast, wirst du sowieso in die Tiefe einsteigen. Auf YouTube gibt es noch englische Erklärungen dazu. Aber erstmal reicht das, um zu starten, denke ich. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss.